Guten Abend, Nico Karasek. Schönen guten Abend nach Köln. Also dieses System Putin, so wie wir es hier erleben, das kann ja kein Interesse an wirklich freier, kritischer Berichterstattung haben. Wie problematisch kann jetzt für Sie auch so ein Schaltgespräch ins deutsche Fernsehen eigentlich werden? Ja, ich hoffe nicht allzu problematisch, aber wir merken schon sehr deutlich, Russland war zwar schon immer ein bisschen schwieriges Terrain, und deswegen war es auch gut, wenn man sich hier auskennt. Und ich habe ja nur mit Russinnen und Russen hier auch zusammengearbeitet als Team, weil es schon immer schwierig war, hier Kontakte und Vertrauen zu Menschen herzustellen. Aber seit dem 24. Februar ist es jedem bewusst, dass man sich in große Gefahr begeben kann, was einfach auch an den neuen Gesetzen und den unglaublich drastischen Strafen liegt und auch daran liegt einfach, oder was auch die Arbeit erschwert, ist natürlich, dass viele Menschen, die ja interessant wären, die man gut interviewen oder treffen könnte, die haben entweder Angst oder haben einfach keine Lust mehr, mit dem deutschen Fernsehen zu reden. Ja, eine der ersten Maßnahmen, wir erinnern uns, war ja, dass es strafbewehrt war, von Krieg zu sprechen. Das Ganze wurde offiziell in russischen Medien immer noch als Spezialoperation verhandelt. Jetzt war Ihre Festnahme vor 14 Tagen sicherlich so eine Art Warnschuss, aber woran spüren Sie ansonsten, dass die Arbeit schwieriger und ungemütlicher wird? Was erleben Sie? Naja, also es ist nur die Spitze des Eisbergs, diese Festnahme. Wir hatten schon mehrere Drehs, wo wir angegriffen wurden, wo wir von irgendwelchen Kamerateams, die dann meinen Namen über die Straße schrien, Nico Karasek, deutscher Journalist. Wir sind ganz viel schon von Geheimdienstlern ganz offensichtlich verfolgt worden. Wir haben schon mehrfach gedreht mit Menschen, die dann kurz danach irgendwie eingesperrt oder festgenommen wurden. Und wir hatten sogar schon mal einen Dreh, wo jemand dann entführt wurde während des Drehs. Also das ist hier nicht mehr so sehr lustig. Sie haben mit jemandem gedreht, der während des Drehs entführt wurde? Wie muss ich mir das vorstellen? Auf diese Einzelheiten würde ich gerne mal eingehen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Okay, verstehe. Also Sie müssen aufpassen, wie Sie die Dinge schildern, damit Sie sich weiterhin sicher bewegen können. Ich habe vorhin gesagt, Ihnen kommen allmählich auch die männlichen Mitarbeiter abhanden, aber auch tatsächlich persönliche enge Freunde. Das müssen Sie vielleicht mal erklären. Ja, also ich habe mit dem Kameramann Juri, der hier russischer Staatsbürger ist, sehr gerne und sehr gut über Jahre zusammengearbeitet. Und das natürlich, wenn man irgendwie dutzende Male schon zusammen irgendwie in die Arktis und über Wochen irgendwo in die Einöde geflogen ist, eine echte Freundschaft entstanden. Und Juri ist zusammen mit mir an diesem Tag, den Sie in dem Bericht eben auch gezeigt haben, festgenommen worden. Und er hatte da wahnsinnige Angst auch, weil an demselben Tag sind viele russische Männer festgenommen worden und denen ist dann direkt am nächsten Tag oder noch am selben Tag irgendwie ein unangenehmes Dokument in die Hand gedrückt worden, dass sie jetzt gefälligst mal in den Krieg zu ziehen haben. Und Juri ist noch vor der Verhandlung dann aus dem Land ausgereist, befindet sich mittlerweile in Kasachstan. Und das ist mittlerweile hier so normal, dass egal mit wem man spricht, also jetzt habe ich eine Kamerafrau, mit der ich auch schon länger zusammenarbeite. Der Freund von ihr ist mittlerweile auch nach Kasachstan gegangen. Ihr Bruder ist mittlerweile ins Ausland gegangen. Und von dem Anwalt, der mich verteidigen sollte, ist jetzt zum Beispiel auch der Sohn nach Armenien geflogen. Also das ist hier vollkommen gang und gäbe, dass man irgendwie so schnell wie möglich versucht, das Land zu verlassen, wenn man männlich und alterstechnisch irgendwie passend sein könnte. Also die Angst ist riesig und ich habe auch das Gefühl, oder das ist auch ganz klar, dass dieser Ausdruck der Teilmobilmachung, dass das wieder mal eine Beschönigung der wahren Situation ist. Jetzt hat gestern das russische Oberhaus die Annexion der vier ukrainischen Gebiete abgenickt offiziell, während wir hier zeitgleich in den Nachrichten schon wieder erfahren haben, dass Russland längst schon wieder Gelände verliert, dass die Lage dort mitnichten so rosig aussieht für Putin. Was von diesen Nachrichten dringt in Russland überhaupt durch? Was wissen die Menschen über die Bedrängnis, in die Putin militärisch gerät in der Ukraine? Also die Menschen hier wissen natürlich ganz genau, dass die Spezialoperation nicht nach Plan läuft, wie das hier immer gesagt wird. Ja, die Menschen informieren sich natürlich über das Netz. Ich glaube sogar, die meisten der
sogenannten Zombies, die so dieses Staatsfernsehen Tag und Nacht irgendwie angeschaltet haben, kriegen über irgendwelche Telegramm oder sonstige Kanäle mit, welche Schwierigkeiten da entstehen. Und auch in den Staatsmedien wird hier natürlich die Stimmung dem angepasst. Da reden die Propagandisten dann davon, dass die Lage auf Monate wohl jetzt schwierig sei und wir trotzdem unsere Jungs unterstützen müssen. Also da wird der Ton schon etwas geändert von diesem Heroischen, was in den ersten Wochen und Monaten aber die Leute ja auch überhaupt nicht mitgerissen hat, ist mittlerweile wirklich eine sehr, sehr, also gedämpfte Stimmung sogar in den kremltreuen Staatsmedien mitzukriegen. Sie haben ja vor der Sendung gesagt, von den Zeiten der Krim-Annexion, als eine regelrechte Putin-Euphorie zu spüren war, ist gar nichts mehr übrig von dieser Stimmung. Aber wenn das so ist, ist es dann naiv, wenn man davon fantasiert, es könnte so eine Protestbewegung gegen Putin um sich greifen? Er könnte wirklich auch in Bedrängnis geraten aufgrund der öffentlichen Stimmung? Also die meisten Experten haben eher das Gefühl, dass Putin durch eine Art Palastrevolte in Bedrängnis geraten könnte. Also natürlich ist es so, dass die mittleren und höheren Beamten, auch wenn sie auf den Fernsehbildern immer brav klatschen müssen, aber man sieht, dass das auch da in den Gesichtern eigentlich keinerlei Begeisterung zu entdecken ist, dass diese Menschen natürlich trotzdem spüren, dass ihnen dass die ganzen Geschäfte abhanden kommen, die Geschäftspartner, dass hier Menschen massenweise auswandern. Also es ist ja eigentlich nichts mehr in diesem Land, was wirklich richtig gut funktioniert. Es bricht ja alles nach und nach ein. Und natürlich spüren die Beamten und die Gouverneure das. Und viele Experten rechnen damit, dass zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, wenn sich die Situation in der Ukraine für Russland noch schlechter darstellen sollte und dann wirklich auch die größten Teile des Territoriums nicht mehr unter russischer Kontrolle sein könnten, dass die Stimmung hier wirklich ziemlich heftig gegen Putin kippen könnte. Von so einer Protestbewegung von unten oder aus der Bevölkerung gehen hier eigentlich die wenigsten aus. Nico, ganz kurz zum Schluss. Ihre Frau hat Russland bereits verlassen. Wie lange geben Sie sich noch in Moskau? Ja, also der Druck hier ist schon sehr krass spürbar und man kann sich auch einfach überhaupt nicht mehr sicher fühlen, weil es ja eigentlich auch keinen existierenden Rechtsstaat gibt, wie alle Juristen mir auch immer sagen. Also ich befürchte, dass das Ende naht für meine Arbeit hier. Wo auch immer wir uns wiedersehen, auf diesem Wege in Moskau oder vielleicht hier im Studio, ich wünsche mir, dass es ein wohlbehaltenes Wiedersehen sein wird. Alles Gute und vielen Dank, Niko Karasek. Vielen Dank Ihnen.